Druckertest B12 mit ca. 10% Carbon. Als erstes habe ich mein Druckbett mit SimpliPrint bestrichen. Habe viele Produkte ausprobiert, bei BA12 halten die meisten nicht. Das Probeteil brauche ich für meine berührungslose Filamentmesseinheit. Da kommt in nächster Zeit eine Weiterentwicklung von meinem ersten Versuch. In diesem Video zeige ich euch auch alle Einstellungen für das Material, wie ich es gedruckt habe. Es ist noch nicht perfekt, aber schon brauchbar. Für den ersten Druck mit diesem Material ist es schon sehr gut. Den ersten Versuch mache ich mit ungetrocknetem Material. Mein Slicer ist in DeFi 3D. Ich denke, ich werde mir einen neuen Slicer für die Zukunft suchen müssen. Hier könnt ihr alle meine Einstellungen sehen. Haltet das Video an, wenn es euch zu schnell geht. Ich gehe jetzt Reiter für Reiter durch die ganzen Einstellungen. Die Oberfläche von BA12 mit Carbon hat schon eine super Oberfläche und die Belastbarkeit ist ebenfalls super. Wenn ihr technisch belastbare Teile drucken müsst, ist BA12 mit Carbon die erste Wahl. Weg ist zwar besser, aber viel, viel teurer. Normal tut man das Material nicht, ohne es vorher zu trocknen. Am besten ist es 4 Stunden bei 100 Grad Celsius zu trocknen. Ich habe das ungetrocknet gedruckt, weil ich sehen will, ob man dann Leerhaftungsprobleme bekommt. Wenn es ungetrocknet gedruckt wird, hat man leichte Leerprobleme. Die Festigkeit liegt dann bei 70 bis 80% vom getrockneten Material. Die Betthaftung ist sehr gut, kein Warping. Die Maßhaltigkeit ist auch für mich perfekt. Es sind nur einige hundert Zentimeter Differenz.
Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wenn Fragen oder Ideen da sind, schreibt sie einfach in die Kommentare.